Was geht ab, Leute? Das ist eine neue Folge von Whip. Heute haben wir den Francis dabei. Was geht? Und wir machen Ratatouille, wa? Ja, Ratatouille. A la Francis Art, a la Hood Art. So. Mit dem Rattenfleisch. Ja, von Seite. Alles klar, also let's go. So, ja. Was brauchen wir denn heute alles? Was haben wir denn hier alles am Start? Erstmal eine Zucchini am Start. Jawohl, schon die Paprika ist. Zwei Paprikas am Start. Zwei Paprika, ihr könnt es auch so dosieren, wie ihr wollt. Wir machen das jetzt einfach so. Ja. Auch ein bisschen kleinere Portionen, weil wir sonst zu viel Essen wegschmeißen hier bei Whip. So, 500 Gramm gemischtes Hack haben wir, oder? Ja, Karotte. Bisschen Geflügelfond noch nachher, das wird auch geil. Hatten wir noch von den anderen Folgen, warum nicht benutzen, kann man ranmachen. Ja. Kochen ist auch immer Resteverwertung. Zwiebeln haben wir da noch am Start. Dann Rosmarin ein bisschen, Thymian-Gewürz. Thymian. Passierte Tomaten brauchen wir auch noch, oder? Mhm. Safe. Wie viele Dosen? Eine reicht uns, oder? Würde ich mal behaupten. Newty. Dann legen wir mal los. Dann fangen wir mal an mit Schnibbeln, würde ich sagen. Ja. Ich pack mir die Zucchini. Machst du in Scheiben oder in Viertel? Scheiben. Scheiben? Ja. Alles klar. Newty, Alter. Und Francis, was geht bei dir so ab, Alter? Bei dir ging ja einiges, Dicker. Ja. Ist ja interessante Geschichte gewesen mit dir, Dicker, was die letzten... Was, wie lang war es? Letztes Jahr ungefähr, oder? Ja, so. Ja, war mega turbulent für dich. Mach ein bisschen dicker, Digga, glaube ich. Dicker? Ja, ja, Bro, weil die werden sonst zu Dings. Guck mal, mach mal so. Ich würde sagen, so die dicker auf jeden Fall. Ja, okay. Und dann kann man aber theoretisch eigentlich auch nochmal den machen. Und dann haben wir so ein bisschen, weißt du? Auf den. Ja, Mann, aber um zurückzukommen zur Frage, es ging ja einiges ab, Digga. Anfang des Jahres war ja Action-Maction auf jeden Fall, Alter. Ja. Hau mal ein bisschen raus, das ging. Stell dich mal vor hier für die Leute vom Whip Magazin, was ist passiert? Also, man hatte halt so eine Sache. Ich kann halt nicht so... Du ins Detail, ist auch richtig. Ja, genau, ich kann halt nicht so ins Detail darüber gehen, halt, war ich halt in Untersuchungshaft. Aber du warst lange auch weg, Digga, ja, so 3 Monate oder so, war? 3,5, also 4. Bis zum ersten Gerichtstermin halt war ich halt da. Und, aber ja. Ist noch jetzt am Laufen oder ist erstmal nee, ist jetzt erstmal Case gebietet so. Jawohl, Digga. Dein Niveau ist wirklich tief wie meine Hose an den Knien. Niggas funny, Mr. Bean, hab die Angels auf der Jeans. Ich bleib jetzt erstmal auch draußen so. So muss sein, Digga, ist so gut, Digga. Und das feiern wir erstmal mit einem schönen Ratatouille hier, Alter. Let's go. Und ja, da haben sich aber allerdings auch schöne Sachen entwickelt, natürlich, ne? Durch, ja, durch die ganze Sache, was ist jetzt, du bist ja jetzt mäßig. Wie soll man das sagen? Du bist jetzt unter die Fittiche von Checkmate quasi genommen worden. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, nachdem ich jetzt erstmal in U-Haft war, war ich auch schon vorher mit den Jungs von Checkmate connected. So mit halt Negativ, mit Sin Davis und auch Greg, der halt... Ja, Greg auch guter Mann auf jeden Fall, stabiler Junge. Und hallo Jungs auch speziell von mir, Grüße an Jasper gehen raus auf jeden Fall. Ja, ein ganzer Checkmate erstmal. Yes, so, yes, your. Weil die mir auch während der Zeit halt auch in Haft sehr viel geholfen haben und so. Auch Kraft geschenkt haben, supportet haben so. Und ihr auch nochmal, Glückobergers, nochmal an euch für Much Love, nochmal für die... That way, natürlich mein Bester. Nochmal die Gespräche halt noch, weißt du, was ich meine, so solche Sachen. So muss sein, Alter. Was sind denn jetzt die nächsten Projekte, Alter? Was kommt denn da wahrscheinlich auch unter dem Checkmate-Banner? Ja, also ich habe erstmal die Zucchini ist fertig. Also die genau, mach die andere Hälfte auch noch rein, denke ich. Scheiß drauf, ja. Easy. Good. Ja, also erstmal, wie gesagt, bei Checkmate erstmal jetzt gesigned. Also erstmal kommen Singles raus. Ja. Und so nach den Singles will dann das Tape kommen. Safe. Wie sieht es produktionsmäßig aus? Produktionsmäßig die alten üblichen Banditen, normal, Midnight, die ganzen Soßenbinder. Das pflegst du ja zu sagen. Die Soßenbinder, das pflege ich zu sagen, mein Herr. Das pflege ich zu sagen. Soßenbinder halt auch, genau wie gesagt, die gewöhnlichen Banditen, Alecto, Midnight, G17 auch teilweise. Grüße Glenn auf jeden Fall auch. Glenn hat auch das ganze Tape, G17 hat das Tape auch gemastert so. Ja, so, ja, ansonsten. Downtown, auch aus meinem Hometown, hat viel produziert. Ja, safe. Im Downtown haben wir doch gezockt die letzte Mal. Ja, auch mit Ufuk. Grüße an Ufuk. Genau, Shoutout an Downtown. Ich habe auch viel mit Unknown Producern gearbeitet, die eigentlich auch sehr gut Wie viele Songs sind auf dem Tape? 15. 15. Ja, aber gut. Aber auch keine Features, so halt auch nur Solo-Songs. Straight up keine Features. Aber auf dem Album, also du machst jetzt, wie ich richtig verstanden habe, Album und dann Tape und dann albummäßig oder wie sieht's aus? Oder? Da würde ich erstmal nochmal überraschen lassen, so was das danach kommt. So erstmal, sag ich mal, was jetzt kommt, was ansteht, sind halt die Singles so.
Und nach den Singles wird halt das Tape kommen. Nice. Baba, Alter. Ah, genau, Bobby auch. Wow, sorry, oh, dass ich Bobby vergessen habe. Auch. Wäre direkt ein Klatscher. Ein Klatscher für mich, dass ich Bobby, der hat auch produziert aufs Tape. Klar, Grüße an Bobby, Alter. Shoutout nochmal an Bobby. Doch wenig, wo der nicht seine Finger im Spiel hat. So. Friends, wie lange bist du eigentlich jetzt schon in Berlin, Dicker? Ich weiß, die ersten Male, so 2018, du musst irgendwann so Anfang 19 oder so hergezogen sein, oder? Also 2018 war so das erste Mal so Rantasten an Berlin. Genau, da habe ich dich nämlich auch gesehen, Pirate Studio, weil ja, ich hatte genau. Dann so die schnelle Brille auf. Genau, 2018 war das halt noch so dieses Rantasten, da habe ich halt noch mit den Jungs von Saucy Squad mich connected. Ja. Und dann bin ich auch direkt, das war so im Sommer 2018, Spätsommer, das war auch... Ich bin, glaube ich, an dem Tag gegangen, wo Phil seinen Geburtstag hatte sogar. Jawohl. Deswegen kann ich mich daran erinnern. Und danach haben die Jungs mich eigentlich mehr dazu motiviert, nach Berlin zu ziehen, weil das dann einfach, weil ich mal vom Work halt besser ist, dann kann man besser zusammenarbeiten, so im Stu zusammen halt. Die Atmosphäre ist halt einfach besser, als wenn man sich halt einfach Sachen zuschickt die ganze Zeit. Normal, klar. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, dann im darauffolgenden Jahr nach Berlin zu ziehen. So. Sehr einfach weiter. Musik dann auch einfach. Also wann genau, wann bist du jetzt genau da? Seit Januar 2019. Ja. Und dann kam ja auch die ganze Connection mit Ahmed und sowas. Ja, genau. Safe, Alter. So, Mann, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal langsam an, hier ein bisschen, die Schnibbeln sind bald durch. Willst du nochmal die Karotte einfach, die kannst du wirklich entscheiden, dann müssen wir jetzt nicht schälen. Dicker, oh, mein Auge. Hab ich abgewaschen. Ja. Der bisschen Ackerdreck, Alter. Kannst du hier reinmachen, Dicker? Kann ich reinmachen, ne? Franco. So, ganz entspannt, oder? Jetzt bin ich hier wieder am Weinen, Alter. Weil ich glaube, das ist sogar gut. Die beiden kommen eh beiden ungefähr gleichzeitig rein. Aber Zwiebeln und so sollten wir jetzt nicht dazu mischen. Ich würde nämlich sagen, wir fangen nämlich mal an mit dem Hackwar. So. Symbolisch das Ratatouille an die mich verraten haben, wa? Ja, das Rattenfleisch aus den Red gefertigt. Was sind denn deine musikalischen Einflüsse? Was prägt den Francis Sound? Bro, ich sag dir ehrlich, meine musikalische Einflüsse ist alles. Literally alles. Alles, alles. Aber was hast du denn zum Beispiel gehört, als du so groß geworden bist, Digga? Die ersten so Kontakte mit Hip-Hop-mäßig. Was hast du da gehört? Das würde mich mal eigentlich interessieren. Ich sag ehrlich, ich habe die ersten Kontakte waren so 50 Cent eigentlich so, aber das waren nicht mal... Wer? 50 Cent. Ja, auch safe. Aber so 50 so. Und dann durch meinen großen Bruder habe ich dann mehr Oldschool auch... Safe, ich auch viel dieser Pack. So, Pack, genau so. Aber... So wirklich, sag ich mal, in meiner Musik selber inspirieren, haben mich mehr so diese New Wave-Sachen. Ja, safe. Sag ich mal so Future, Young Thug, Thugger. No, Thugger hat mich sehr viel in meiner Musik inspiriert, so. Ja. Young Thug, Future und, ja, wie kann ich sagen? Young Thug, Future, Uzi. Safe. Ja, Cardi. Cardi Berger. Cardi. Und so... Producer-mäßig, Alter, was hast du da? Hast du dich damals schon ein bisschen mit auseinandergesetzt? Gab es da schon was, die du immer früh schon gefeiert hast, Alter? Producer-mäßig so feiere ich halt so Molly Raw, keine Ahnung, so schon so eher nicht so Hip-Hop-lastige Sachen, sondern schon eher elektronisch. So ja, passt doch, ja. Stimmt, ja. Ich weiß, ich war noch einmal bei dir zu Hause. Und da war ein legendärer Moment, wo du K-Pop erstmal durchgejackt hast. Ja, Mann. Genau, K-Pop ist zum Beispiel auch, was Leute nicht wissen, ich feier K-Pop auch, herbe gehabt. Ja, das ist krass, Digga. Feier ich, Digga. Das ist auch das Ding, so Leute, die sich nicht, also ich höre jetzt keinen K-Pop, aber Leute, die sich nicht mit anderen Musiksachen auseinandersetzen, so weißt du, das ist dann alles sehr inzestiös irgendwie, so, dann kann man auch keine guten Einflüsse sammeln. Ja, das Ding ist auch zum Beispiel, sag ich auch, ich lasse mich musikalisch nicht mal auf Rap einfach so stumm kategorisieren, so in diese Schubladen legen, weil ich auch einfach, sag ich mal, diese Vielfalt einfach hab. Safe. Ich habe auch früher so in meiner Jugend auch sehr viel so Linkin Park und so Green Day, so solche Sachen. Linkin Park habe ich auch gefeiert auf jeden Fall. So, deswegen kann man da nicht so sagen, das ist nur Hip-Hop, so meine Influence, ist so allgemeine Musik so. A geile Number, Alter, warte mal, ich muss hier nochmal eine kleine Würzung machen. Gönn dir die Würze von Seite. Ich würde sagen, jetzt ist okay. So. Geiler Duft hier vom Thymian. Ich habe auch noch nie Ratatouille mit Hackfleisch gemacht. Ich bin mal gespannt, Alter. So. Ballern. Zack. Ich glaube, jetzt können wir auch langsam schon mal die Zwiebeln ranhauen. Ich bin viel zu nüchtern für die Scheiße. Wo ist denn der Chantre, Alter? Mhm. Nein! Phil hat ihn wegeliminiert, Alter. Phil zieht durch bis zum bitteren Ende. Das muss man ihm lassen. Er macht keine halben Sachen. Keine halben Sachen, der Berge.
Es ist ja so, es ist ja so. So, dann kommen jetzt am Ende, würde ich sagen, relativ, also noch ein bisschen erst, wenn der Reis auch drin ist, packen wir die Zucchinis und die Dings rein. Das nochmal 2-3 Minuten erstmal mit den Möhrchens. Haben jetzt auch nur eine Paprika genommen. Reicht erstmal aus, würde ich sagen. Oder wollen wir noch eine dazu machen? Komm, machen wir noch eine. Komm. Schöner ist es. Hackfleisch, so. Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Ey, Ravioli, Ravioli und Parmesan zu Hause. Okay, und nun zu der Geheimformel. Knofi muss auf jeden Fall ran. Und wollen wir es noch ein bisschen spicy machen, Frank? Ja, ein bisschen spicy könnte ich machen. Samba Olik. Genau, Digga. Das Essen ist auch für die Sportler da draußen, Alter. Das ist halt irgendwie... So ein Löffel hier am Start? Irgendwie hat das wenig Kalorien. Bitte? Löffel am Start so? Kipp einfach ein bisschen. Ja? Vielleicht ankippen. Leicht ja, ankippen? Ja. Du sagst, ne? Ich sag Stopp, Vicky. Du bist der Chefkoch. Jetzt, 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 mach ein bisschen. Da muss. Stopp. Nice. Genau, wir wollen es ja auch nicht komplett durchspeisen, sondern nur ein bisschen pikant machen. Ja, ich habe ja heute auch die WIP-Folge von euch gesehen mit den Bolo Boys. Yes, yes, hau raus. Und der Dave hat mir auch eine Bolo letztes gemacht in Braunschweig. Yes, yes. Seitdem, ich bin auch Team Bolo, ja? Ja, Bro, Bolos sind krass, Digga. Die Jungs haben, wie gesagt, immer noch nicht meine gegessen. Und vorhin war Golden Boy da. Golden Boy meinte auch, er ist der West-Berliner Bolo-King. Das heißt, Achim, Kollege, meint auch, er macht die krasse Bolo. Das Problem ist einfach, wir müssen wirklich so ein Bolo-Face-Off nochmal machen. Wir haben so Koch-Web. Denn da die, und mit Blind-Testing auch, weißt du, was ich meine? So, wenn da die Bolo Boys gewinnen, Alter, dann können die sich das zertifiziert sogar noch certified, in die Bio schreiben. Beim Whip Contest gewonnen. Ich wünsche es den Boys natürlich. So. Fäng an, du kleiner Knoblauch. Und Digga, ich bin irgendwie einfach richtig gerädert, Alter. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich bin uns viel zu nüchtern. Ich glaube das erste Mal, dass ich Whip nüchtern drehe. Wie kommst du denn dazu eigentlich? Ja. So. Ich bin auch voll nüchtern, ja, eigentlich, ja? Wir sind ein bisschen. Ja, voll langweilig. Aber ja. Voll langweilig. Wir müssen tanzen oder so. Ja. Es kommt alles in dieses Whip-Schnittbild rein am besten. Wenn der Memphis-Beat wieder angeht. Das neue Schlagertape von Francis und Otto. Ja, ist geil. Wenn der Memphis wieder angeht. Man muss eigentlich so ein Dings, so Memphis-Schlagerbeat machen, ne? Das wäre krass, aber funktioniert das massentauglich? Yeah, ho! Ja, ho! Ja! Müssen wir eh wieder piepen, da kommt jetzt eh der Delfin. Waschen wir? Cherry-Tomaten, ja, einmal kurz rüberwaschen. So. Dann gießen wir den ganzen Spaß nochmal auf mit dem Geflügel von dem Rest. Einfach ein bisschen für Sauciness. Ja, macht die so einfach Viertel die. Wie viele? Schon eine Menge, Alter. Wir müssen die Soße. Wir brauchen Soßig. Es kommt schon der geile Ratatouille-Flavor mehr in die Nase auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf. So. Ich komme eigentlich aus dem Pott, so. Aus dem Pott? Aus dem Pott. Safe, safe. Aus Bochum, also Dortmund, Bochum, so, die Ecke. Und... Deine Familie ist da sehr bekannt auch, wa? Vor allem dein Bruder habe ich auch gehört, von Swami, der meinte auch, ihr seid da auf jeden Fall nicht Unbekannte. Ja, wir sind schon... Wir sind jetzt keine Clan-Familie. So nein, aber so. Trotzdem, man kennt einfach. Aber man weiß schon, mach auf jeden Fall keinen Faxen mit uns. So. Ich kenne doch die legendäre Story, Digga. Nicht Story, sondern das Video, was mir Swami gezeigt hat, von deinem Bruder mit dem Nachbarskind, mit dem Sohn von seinem Kollegen oder so. Und dann ist er da und sagt so, soll ich dich kaputt boxen? Und dann guckst du und sagst so, gib mal deine Gummibärchentüte. Und dann nimmt er sich so einen raus und sagt so, tschüss. Wann hast du eigentlich angefangen, aber mit Musik, Digga? So, weil als ich dich kannte, warst du auf jeden Fall schon dabei, aber du hast mit Englisch angefangen, ne? Ja, ich mach schon eigentlich richtig länger Musik, so. Was du solltest zum Beispiel auch nicht von mir wissen, Digga, Haftbefehl ist mein Lieblingsrapper. Aha, so. Statements. So, das ist zum Beispiel, er hat den Savage so gesehen in mir erweckt, so, keine Ahnung, so. So seine, sein erstes Album, dieses Aslak Stereotyp. Ja, ja. Ja, das war auch diese Zeit, wo ich auch angefangen habe zu pushen und so. Ja, da war ich, glaube ich, gerade erst 14 oder 13 geworden so. Und er hat wirklich dieses, keine Ahnung, dieses Savage-Mode bei mir aus. Also auf jeden Fall Grundstein gelegt, ja, Digga, so viele, like, viele Leute get, auch. Get the bag, so, weißt du, ich meine, what you doing, so, like. Aber auch, was er mit Sprachen so gemacht hat, Digga, war einfach ja, sehr... Ja, auch. Krass, oder? So, voll viele haben den auch gar nicht geahnt erstmal. Safe.
Ich musste auch erstmal klarkommen darauf, Digga, muss ich ehrlich sagen. Die Alter, ich bin aber auch da. Du bist ja auch noch 2-3 Jahre älter als ich. Da war ich da 12, 11 oder so. Aber ich hab's auch so mit 13, 14 habe ich dann auch gefühlt auf jeden Fall. Bro, das ist krank. Ich hab ihn direkt mit seinen. Dieses. Ich nehme dir alles weg. Nee. Und töte deinen Bruder. Das Leben ist nicht fair. Oder so, hat kein Blatt, einfach dieses, kein Blatt vom Mund nehmen. So. Das ist halt auch irgendwo das Gute, was wir halt Musiker hier haben. So. Also dieses Privileg, einfach so zu sagen, was wir denken und halt nicht so ein Blatt vom Mund zu nehmen. So. Weißt du? Was man ja heutzutage immer ein bisschen mit Cancel Culture manchmal immer auch ein bisschen gucken muss, weil bisschen, das muss man auch aufpassen, weil die Leute zensieren sich selbst. So. Weißt du, was ich meine? So. Leute versuchen dich direkt zu warten, so. Hat er das gemacht so? Deswegen sag ich so, like, I'm on my business so in der Safe. Hinsicht. So. Nochmal, wir legen jetzt nochmal in so ein Ästchen rein. Guck mal, noch eins rein, Digga, schön, weil es geil ist. So. Aber das Ratatouille-Auflauf ist wirklich cooler als Ratatouille, Digga. Ja, das war so von heute. Du, Franzis. Ja. Was machen wir jetzt? Also die Nudeln in den Topf rein, würde ich sagen. Alle Klärchen, aber. Denn wir nehmen die halbe Kochzeit, würde ich sagen. Okay. Weil wir es ja noch in den Auflauf packen wollen. Das soll ja der Rattenauflauf werden. Dann würde ich sagen, attacken wir den Shit. Okay, Francis. Dann würde ich jetzt mal sagen, es ist die Zeit gekommen. Ja. Wie immer aus dem Ofen, alle. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tja. Ah. Wacht die Auflauf von Seite. Okay, Frank. Franco Sanko. Ja? Dann stechen wir mal in den See. Aber ich glaube, das ist. Warte mal. Das wird zu wenig sein. Ich schneide. Wir machen erstmal hier. Mhm. Der Knackfaktor ist da, Alter. Ja. So. Das Ding ist, die ist auf jeden Fall schnittfester als die andere. So. Oh. Oh mein Gott. Pass auf, noch ein bisschen was kommt dran. Oh, gib mir ein bisschen was von allem. Die sieht aber auch schon köstlich. Digga, da müssen wir mal beide reinstoßen, Alter. Mhm. Gut, Digga, dann wünsche ich einen guten Appetit, Burger. Danke, dir auch, Burger. Oh, bin ich mal gespannt. Das ist heiß und fettig, Alter. So verbrennt. Naja, ich weiß, deswegen ist es noch heiß und fettig. Hab ich lecker. Was fehlt? Was fehlt? Dann kann sich nach eigenem Gusto noch ein bisschen Salz, Pfeffer raufmachen. So. Aber an sich, das ist eine geile Nummer so. Ja, ja. So, zwei, drei Minuten, ne? Würde ich sagen. Das war's. Ja. Whip. Mit dem Burger Francis, da kommt einiges. Check den Atzen aus auf jeden Fall. Ja, danke. 2021 wird übernommen, hab ich gehört. Ja, Mann, sowieso. Thanks for having me. Kein Problem, Digga. Viel Spaß den Leuten beim Nachkochen. Glocke, Abo, ihr wisst, was es ist. Es ist immer so, wie es war. Und so geht's auch weiter. Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Peace.